habe, dass wir versuchen, unsere Frauen zu schützen. Dass wir, was ich gesagt habe, dass wir in Schamallah diese Eifersucht haben für unsere Frauen. Dass wir sie nicht teilen. Das ist doch ein Beweis, dass es nichts mit Rückständigkeit zu tun hat. Dass wir nicht wollen, dass unsere Frauen gesehen werden. Dass wir nicht wollen, dass sie von der Kamera gesehen werden. Und so weiter und so fort. Alles andere, was wir heutzutage so sehen, Allahu A'lam, das ist schon mehr als nur tierisch. Und inshallah wird Allah subhanahu wa ta'ala uns den Weg weisen, dass wir immer auf dem geraden Weg sind. Auf Tariq al-Mustaqim. Dass wir nicht, wie die Gelehrten sagen, schnüffelt nicht auf dem geraden Weg wie Hunde, wie man links und rechts und links schnüffelt, sondern geht auf Tariq al-Mustaqim immer geradeaus, wie ein Kamel, versucht wirklich geradeaus den ganzen Fest links und rechts zu lassen und nur die Asbab von Allah subhanahu wa ta'ala zu nehmen. Und ist es denn nicht wahre Rückständigkeit und wahre Erniedrigung, dass die Frau überall gezeigt wird und als Objekt vorgeführt wird? Und das Traurige daran, meine Geschwister im Islam, ist, dass mittlerweile sehr viele von unseren Schwestern unter diesen Frauen sind und ihre Schönheit und ihre Keuschheit verkauft haben. Inshallah werden diese Worte manche zum Nachdenken wenigstens bringen, inshallah. Ich sage nur eins, diese Gesellschaft, wie sehr hat sie dich betrogen, meine Schwester im Islam? Und wie weit hat sie dich zu deinem Ende geführt und von deiner wahren Stellung, die du hast, die der Islam dir gibt, hat sie dich runtergebracht. Und der Wert heutzutage einer Frau hängt mittlerweile nur an der Menge ihres Fleisches ab. Wenn sie dieses Sexappeal, wenn sie diese Ausstrahlung hat, das ist der Wert der Frau heute. Aber nicht, wenn sie Allah flüchtet, nicht, wenn sie ihre Schamhaftigkeit bedeckt für ihren Mann, wenn sie Allahs Gebote folgt, wenn sie sich niederwirft vor Allah, wenn sie keine anderen Männer anguckt. Das zählt heute nicht mehr. Heute zählt die Menge ihres Fleisches, wie toll sie aussieht, wie toll sie ankommt und wie viele sagen, boah, die sieht gut aus. Und das ist das Problem. Und diese Stellung hat die Frau nicht bei uns. Die Frau im Islam, für uns, sie ist die Hälfte von der Gesellschaft und gebärt die andere Hälfte der Gesellschaft. Somit ist sie was? Eine ganze Gesellschaft, eine ganze Umma. Und deswegen, meine Schwestern im Islam, ich hoffe, und auch meine Brüder, es ist inshallah Zeit, die Sache zu bedenken und darüber nachzudenken, inshallah, wo die wahre Stellung und was der Islam, welche Stellung der Islam der Frau gibt. Und dass wir auch die Schwestern unterstützen und dass sie erkennen, dass sie sich inshallah nicht für einen niedrigeren oder geringeren Preis verkaufen oder ihren Dien verkaufen. Entblößt euch inshallah ta'ala nicht. Bleibt schamhaftig, inshallah. Und nehmt eure wahre Position, eure wahre Stellung ein, damit wir inshallah alle Yawm al-Qiyamah ins Paradies eintreten dürfen. Ich sage euch gar eine Sache, wirklich. Wenn wir uns entblößen, unsere Schwestern, wenn wir uns nicht nach dem Gesetz von Allah subhanahu wa ta'ala handeln, dann werden wir erniedrigt. Und ich glaube, das wird einem zuteil, wenn wir die heutige Lage der Ummah sehen. Und ich bin stolz auf jeden Bruder und jede Schwester, die die Fahne des Islam hochhält, gerade in diesen Zeiten, die sehr schwer sind, wo wir täglich mit dem Scheitan kämpfen. Und denkt immer an eine Sache, alles Gute kommt von Allah subhanahu wa ta'ala und alles Schlechte kommt von uns. Und noch zum Abschluss, wenn es kalt draußen ist und wir die Fenster öffnen, und unsere Familien sind in einem Raum, in unserer Wohnung. Und die Kälte nimmt die Herrschaft ein über die Wohnung. Und meine Tochter oder mein Sohn, die werden krank und kriegen Lungenentzündung, sterben vielleicht. Dann kann ich nicht die Schuld auf das offene Fenster oder auf den kalten Wind oder das Wetter schieben. Sondern die Schuld liegt bei mir. Ich habe die Türen und Fenster geöffnet. Ich bin selber schuld.
Und wenn ich die Asbab heute nicht nehme und Ehen scheitern, Beziehungen scheitern, Scheitan nimmt die Überhand über uns. Wallahi, da sind wir selber schuld. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Zilek Allahu khairan, subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka.